Das Herz jedes Qualitätsmanagementsystems ist das systematische Erstellen und die Verwaltung von gelenkten Dokumenten. Auf dem Hauptbildschirm können neue Qualitätsdokumente, für die Sie die Berechtigung haben, erstellt werden. Das Pop-up-Fenster führt Sie durch den gesamten Prozess, sodass Sie leicht verschiedenste Dokumentenarten erzeugen können. Das System bietet zentrale Vorlagen an. Diese Vorlagen werden mit Titeln und Strukturen so vordefiniert, dass sie den Autoren bei der Erstellung von Dokumenten helfen. Um eine minimale Ordnung zu etablieren, werden Sie verpflichtende Metadaten haben, wie zum Beispiel einen verantwortlichen Mitarbeiter. Jedes Dokument kann direkt im Kontext, zum Beispiel in Microsoft Word, geöffnet werden. Sie können alle verfügbaren Metadaten im Dokument verwenden, sodass diese stets auf dem neuesten Stand sind. Werden zum Beispiel Änderungen an Namen oder anderen Daten in M-Files oder den angebundenen Applikationen durchgeführt, werden diese bei der nächsten Revision automatisch in den Qualitätsdokumenten aktualisiert. Wenn Sie Änderungen speichern und das Dokument einchecken, wird das Dokument in verschiedenen Ansichten wie dem Arbeitsbereich für Dokumente angezeigt. Sie können es aber auch über den Hauptbildschirm in der Ansicht kürzlich vom aktuellen Benutzer verwendet finden. Das Dokument wird zentral über einen Workflow gelenkt und braucht jetzt einen etwas anderen Satz an Informationen als vorher beim Erstellen. Die Inhalte der Workflows und Metadatenkarten bauen auf der fundierten Erfahrung unserer Kundenprojekte auf. Im Auslieferungszustand sieht der Workflow für Dokumentenlenkung nach der Erstellung eine inhaltliche Prüfung durch einen oder mehrere Prüfer und abschließend eine Freigabe vor. Alles, was Sie sehen, kann jedoch auch angepasst werden, sodass es den von Ihnen benötigten Abläufen entspricht. Das Dokument ist zunächst im Entwurfsmodus, sodass jetzt auch andere Autoren zugreifen und das Dokument bearbeiten können. Wenn Sie wieder an der Reihe sind, erscheint das Dokument in Ihrer Aufgabenliste, der Ansicht aktuellem Benutzer zugewiesen. All die Dinge, die das System gern von Ihnen hätte, werden hier gut sichtbar angezeigt. Sie können zum Beispiel einfach das Vorschaufenster benutzen, um sich zu vergewissern, dass das Dokument in Ordnung ist und freigegeben werden kann. Wenn alle Bearbeitungen erledigt sind, erfolgen automatische Statuswechsel, sodass Sie keine Zeit beim Veröffentlichen der Dokumente verlieren. Wenn Sie wollen, dass eine oder mehrere Personen das Dokument anschließend freigeben müssen, kann dies individuell konfiguriert werden. Eine einfache Möglichkeit zur Freigabe ist die elektronische Signatur. Beim Signieren wird ein Kommentar und Ihr Passwort abgefragt, welches in der Regel über die Active Directory Benutzerverwaltung Ihrem Windows-Passwort entspricht. Wenn gewünscht, kann M-Files QMS auch so konfiguriert werden, dass beim Signieren eine persönliche Smartcard benötigt wird. Nachdem der Prozess einmal durchlaufen und das Dokument freigegeben ist, können Sie weitere Qualitätskontrollen einbauen. Zum Beispiel so, dass nicht eine einzelne Person alle Schritte des Workflows allein erledigen kann. Das sind Dinge, die typischerweise an Organisationen und Branchen angepasst sind, um den größten Nutzen aus dem System ziehen zu können. Nach der Freigabe wird das Dokument automatisch in PDF konvertiert und für eine definierte Zeit für Schulungen zur Verfügung gestellt. Während dieses Zeitraums bleibt die Vorversion noch in Kraft. Nach Abschluss der Schulung oder zu einem vordefinierten Zeitpunkt wird das Dokument in Kraft gesetzt. Die Metadaten werden automatisch mit Informationen zur Versionierung über das Datum des Inkraftsetzens und anderen Informationen aktualisiert. Das PDF bleibt so lange in Kraft, bis Sie in M-Files QMS eine neue Version freigegeben und in Kraft gesetzt haben. Die Vorversion wird dabei automatisch als veraltet markiert und dem allgemeinen Zugriff entzogen. Den verschiedenen Versionen werden die Metadaten automatisch als Wasserzeichen aufgeprägt, um sie leichter unterscheidbar zu machen. Das System kann die Benutzerinformationen aber auch automatisch herausziehen und mit einem Zeitstempel kombinieren, um FDA 21 Part 11 konforme Unterschriften zu generieren.